Wie heißt denn das andere? Nicht Hide? Das Anfangszeug, was du auch im Inventar bauen kannst. Close. Falsch gelaufen. So, bin ich mal gespannt. Ja. Weil das Ding wird man jetzt auch dran bauen, nachdem die Planken dran waren. Will ich mal gucken, ob das da vorne jetzt auch geht, was vorhin nicht ging. Die haben Schwarzschiff baut hier. Ach, da fehlt noch Okay, das. bei der hast du schon mal nichts dastehen, dass die irgendwas macht. Oh. Ich glaube echt, dass die Ups, erste blöd. Klamotte rein gar nichts macht. Ja, zumindest steht da nicht. Gott, ey. Dann gehe ich mal auf das Hide-Ding. Genau, Coal Production 20, dass wir ein bisschen kälter können. Und Heat Production minus 5. Gut, also müssen wir nach der großen Zahl suchen, dass die weiter höher ist. Okay. Okay, gut, mehr wollte ich ja gar nicht wissen. Warte mal, was haben wir nochmal? Ja, muss ich doch nochmal gucken. Ach. Coal Production 61. Die hat 66. Wow, 87. Warte mal, was hatten die noch Schönes? Ah, okay. Das ist zwar nur eine blaue, aber die hat 87 bei Kälteresistenz. Oha, 37 ordentlich. ist Standard bei der Wärme. Gewicht mal 3%. Reduced Temperature, Fortitude. Was? Penalty? Strafe. Penalty? Keine Ahnung. Was? Ist so eine Strafe quasi, Penalty. Mal 3%. Was ist das? Was war das für eine Dings? Wie, was? Aber was für eine Penalty, Penalty, wie auch immer. Reduced Temperature Fortitude. Achso, das ist. Fortitude ist ja generell alles, was gegen Kälte und so hilft. Ja. Und das müsste also eigentlich genau das sein, was wir brauchen, ne? Also wenn das reduziert ist. Ja. Hä? Gute Frage. Weil mehr Fortitude ist ja eigentlich besser. Bin gerade verwirrt. Ich auch. Wie gesagt, das Ding hat halt Hypothermic Isolation, ne, Insulation 87,31%. Oder ich nehme eine, die das nicht mit dabei stehen hat. Die hat halt zwar nur 81,35%, aber soll jetzt auch nicht so den Unterschied machen. Oh. Die hat Gewicht mal 3% und Sauerstoff auch mal 3%. Ich glaube, wenn du damit tauchen gehst oder schwimmen gehst oder so ein Scheiß. Möglich, ja. Also, was sagst du? Ach, entscheid du. Ich bin da gerade völlig raus. Ich weiß halt nicht, was das Ja. reduziert, die Temperature Fortitude. Hier bist du, gell? Ja. Was hast du da jetzt für, gell? Eine Hose oder?
Nee, ne Jacke, warte, ich pack sie wieder rein. Die, die du neunmal machen kannst, die blaue. Ach ja. Aha. 3% Gewicht drauf. Die daneben hört sich aber auch echt gut an. Also die du 15 mal machen kannst, die blaue. Ah, das ist das Reduced Temperature Fortitude Penalty, heißt dann bestimmt. Du hast ja einen Malus quasi drauf in der Hitze. Und das reduziert das ein bisschen, aber im Endeffekt, das ist, denke ich mal, relativ bums. Es ist das für die Kälte scheißegal. Also kann ich Ja. auch die nehmen, die extrem viel Kälte abkann. Für auf den Ja, Dive finde ich okay. die nicht schlecht, ja. Ja. Gut. Dann kann ich weitersuchen. Außer ich finde natürlich eine grüne, die stärker ist. Nö. 68. 69, 61. So, ich kann übrigens das Schiff jetzt fertig bauen vorne. Seit die Planken dran Nice. sind, funktioniert es plötzlich. Sehr Okay. kurios. Macht er nichts. So, ich hab das. Wie heißen denn jetzt diese Nee, ich komischen leck. Turbinen? Turbines. Cold Production 40 ist Standard bei den Schuhen. Ne, Schmutz 43. Eieieiei. Alter, die Schuhe sind ja. Oha. Also normal ist Kälte 40, die Schuhe haben 54 knapp. Melee Damage haben sie mal 1%, Stamina mal 2%, Luft mal 1%, Gewicht mal 1% und Reduced Temperature Fortitude irgendwas mal 2%. Ist doch nicht schlecht. Das hört sich richtig gut an. Ah, So, schon wieder und leer. jetzt brauche ich die. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, glaube ich. Und noch mal laufen. Cold Production. 14, Alter, die Handschuhe bringen ja gar nichts. Wir hatten die Werft so weit weg vom Schiff gebaut. Vom Hä? Haus. Wer die Werft so weit vom Haus weggebaut hat. Du. Trottel. Gesundheit mal 3, nicht so wichtig, oder? Oxygen mal 4, also Sauerstoff. Das Nee, ist für auch dich nicht und so mich wichtig. Gesundheit, ja, das würde ich noch mitgehen. Das Problem ist, die haben dieses Hypo, ja, Hypothermik-Zeug, haben die 40, haben Gesundheit mal 3%. Oder ich nehme die in Blau, die haben 52 und haben Stamina mal 3%. Ha. Ja, Stamina, ich würde dann lieber leben, oder? Ja gut, wann geht bei uns großartig mal das Leben runter, weißt du? Ja, falls wir jemals einen Yeti machen wollen, da brauchst du ein bisschen Leben. Ja gut, das sind 3%, die wir oben drauf kriegen. Was sind das, 3 Leben? Das ist ein Level, was dir sparst, quasi. Was soll Ich jetzt weiß halt heißen? nicht.
Aber das Ding ist, ich hätte halt schon gerne so die, je kälter, desto besser. Weil die Handschuhe haben standardmäßig 14. Dann hast du halt die Wahl zwischen 40 oder 52. Bei mir ist da egal, dann sag du, was du haben willst. Leben oder Kraft, also Stamina. Die mit Stamina haben bessere Kältewerte oder was? Ja, viel besser. 12 mehr. Ah, da macht die. Ich meine ganz ehrlich, es ist bei den Handschuhen eh scheißegal, weil die Standarddinger haben 14. Salz. So, wir haben das, wir haben das. Warte. Ja, doch, 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 doch. So, jetzt brauche ich noch 1, 2, 3, 4. Hose fehlt noch und Kopf fehlt noch, okay. Dann 61 und 37. Alter. Okay, die Hose ist krass, die wir haben. Da haben wir, glaube ich, was richtig Glückliches gemacht, ey. Die Hose hat normalerweise 61, also Oh. was uns gegen Kälte. Die hier hat 96,48. Oh. Sauerstoff, gut, mal 6%, interessiert mich nicht. Und Stamina auch nochmal mal 4%. Das ist nicht schlecht. Ja. Die nächste Hose, die ich gehabt hätte, wäre 77 gewesen. Also mit der Hose haben wir echt Glück gehabt, ey. Fast 100! Ich hoffe nur, dass wir genügend Material dafür haben, dass ich den Scheiß bauen kann. So, wie heißt denn das Ding? Fur Cap. Was wollte ich jetzt da? Das da. Das da. Jetzt mal ohne Scheiß, ne? Warum machen die das, wenn sie es bei diesem Atlas-Wiki in geil hinschreiben? Warum machen sie es in dem Spiel so beschissen? Tja. Cold Production 14. Sechsundfünfzig zu 51. Ne, ich glaube, das ist echt 56. Ja. Oh, die Mütze ist aber auch gut. Gewicht mal 6% und Melee-Damage mal 2%. Oho. Und 56,59% hier dieses Hypothermik. Standardmäßig sind 15 übrigens. Aber halt die Heat Production ist halt echt runtergegangen, aber das ist ja scheißegal. Dafür kannst du die Klamotten wieder ausziehen. Außer ich finde jetzt noch eine grüne, die mehr hat. 16, 15. Wenn mir hier runterfällt, fällt mir ja hier hin. Kommt mir wieder raus. Okay, dann habe ich alles. Soll ich auch nochmal nach den, wie heißt das hier, Hautklamotten gucken oder willst du die nicht? Ach, ich brauch die nicht. Okay, gut. Das Einzige, wonach ich noch gerne gucken wollte, wäre Rüstung. Ha. Das hätte ich noch echt gerne. Welche, die viel abkann.
Olivia, ja. Achso, das kann ich ja gar nicht in das Smithy bauen. Ja, bin ich dumm. Weil da ist halt das Problem, du hast ja gesehen, wenn wir dieses Ding beim Schatzkarten machen, hinten einer einschenkt, bist du fast tot. Ja. Deswegen Leben leveln, Junge. Deswegen Leben leveln. Ach, Schmutz. Mein Leben habe ich schon gelevelt. Ich hab 109. Yeah. Ich weiß gar nicht, was ich habe. Doch, 130, 132 irgendwas. Oh, das ist ordentlich. Ja, trotzdem hat es mich fast umgebracht, das Mistvieh. Wärst du hinten drauf gewesen, wärst du mit einem Schlag tot gewesen. Das ist gut möglich, ja. Oh, dann hätte ich aber richtig hart reingeschissen. Wie willst du denn die Fässer eigentlich auf dem Schiff verteilen? Zwei vorne hin, zwei hinten hin. Hätte ich gesagt. Hier bei dem Deck, wo wir unten reinkommen, wo doch dann auch die Schiffsressourcenbox hinkommt, da irgendwie vors Fenster gestellt oder so. Ach, das Gehatsche. Leckbedingt läuft es alles Fiber, dreimal. Haut, Keratin und was? Leckbedingt läuft es alles dreimal. Ja. Haut brauche ich drei unterschiedliche. Was haben wir denn viel? Wir haben das viel, wir haben das viel, wir haben das viel. Wir haben unser Standardding auf jeden Fall. Das Ding viel. So, überladen. Oh, hab den Pinguin geboxt. Tut mir leid. Upsi. So. Jetzt brauche ich nur noch drei Sorten Keratinoid. Oh fuck, ich muss Organic Paste neu machen. 500 haben wir noch in der Dings drin, aber Ich weiß, das reicht nicht. gut, so, der Pug ist schon mal fertig. Jetzt ist das Problem. Ah ne, doch da. Gut. Alles gut, hab nichts gesagt, hab nichts gesagt. Ich habe bei Keratinoid noch dieses Chitin, Chitin, wie auch immer. Besten das, was wir am meisten haben. Ja, genau deswegen die drei Sorten habe ich genommen. Wann ist denn eigentlich nächster Vibe? Ich hoffe erst in 20.000 Monaten. Ich auch, ey, ganz ehrlich. Fuck, für das hier brauche ich ja vier Sorten. Fuck. Fiber, Haut, Keratinoid. Quack, 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 Oh, quack, quack. braucht das viel. Fiber, Haut, Keratinoid. Halt, warte mal, ich muss mir mal von jedem eins nehmen, dass ich weiß, was ich schon alles habe. Fiber, Fiber, Ich Fiber, sehe nichts. Haut, Haut. Ah. Da. Haut. Keram, Keram, Keram. Mann, Alter, wir brauchen echt mal ein bisschen mehr Keratinoid. Ja, ich weiß. Oh, tut das weh, Mann.
den ganzen Scheiß, den wir eh schon nicht haben. Das da habe ich noch nicht. Oder habe ich das? So. Das 1, 2, 3, 4. Oh, fuck. Fehlt da nicht noch ein Mast? Doch, vier Oh, Stück. Passt, passt, geschafft. passt. Höhe. 1, 2, 3. Habe ich noch 5 Segel hier drauf? Keratin Inc. 1, 2. Was? Warum zur Hölle haben wir nur 5 Segel hier drauf? Keine Ahnung, du hast gebaut, nicht ich. Ich habe dir aber 6 Stück gemacht. Ja? Halbtot. Was denn? Ach, ich bin vom Segel gefallen. Ach so. Na toll, ich muss jetzt alle Aber wieder ich habe abreißen. jetzt. Ich habe gerade die ganzen Roleplayers verballert. Hä, wo ist denn dann Was musst du das? da jetzt? Hä? Na, ich muss die ja wieder alle abreißen, um die neu zu setzen. Ach so, stimmt, weil er dann nicht zerpasst. Och nee! Ich flippe aus. Vor allem mit den ganzen Roleplayers gerade dran gebaut. Ja, oh, weißt du, wie scheiße aufwendig der Dreck war? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Was fehlt mir denn? Hier ist aber keins mehr drin. Hey, ich hab doch aber 2 Speed, 4, Ja. nee, warte. 2 Handling, 4 Speed. Hab ich dir gebaut, hundertprozentig. Ich hab die ja auch verballert. Ist ja auch keins mehr da. Ja, wir haben 5 Master. Ja, mein Gott, drauf geschissen. Oder? Nein, das muss ich neu bauen, es geht nicht, geht so nicht. Organic Paste und oh, ich muss erstmal schnell Organic Paste ansetzen. Ja, ich baue dir dann gleich wieder neue. Ich meine, die ersten. Aber da ganz vorne fehlt eins. Ah, dann geht's vielleicht. Das wäre ein Speedsegel. Hast du nur ein Speedsegel? Nee, warte, hä? Warte, Na, Speedsegel. hoffentlich funktioniert das, dass man das da vorne hinkriegt. Ja. Aber warum ist denn das weg? Weiß ich nicht. Tausendachtzig Fiber, 200.000. Speed Sail, ja. 80 Metall und 500 Schlag mich tot Holz. Nimm doch einfach irgendwas mit. Das ist Brauchst doch viel mehr Zeit zum interessant. Abzählen, als einfach nur irgendwie das Doppel-, Dreifache mitzuzerren. Ich auch. Ah ne, bin überladen. So viel brauche ich ja nicht von dem Scheiß. Passt, kann laufen. Nein, kann nicht laufen. Die 3 Meter schaffst du also. Hä? Die 3 Meter schaffst du also. Nein. Ja, Ah, bitte. das jetzt nicht Fuck, ich wollte funktioniert. Keratinoid ansetzen. Was? Wenn das jetzt nicht funktioniert, da flippe ich aus. Ja, du platzierst es und es ist in dem wieder weg. Mann, ich würde so heulen.
Alter, warum ist ein Gunpowder so schwer? Gott sei Dank ist es blau. Was? Oh, wir haben Segel vorne dran. Oh Gott sei Dank, ey. Ganz kurz Oh Pipi in fuck, der Alter, Hose. ich brauche Fiber und selbst. Welche Ressource haben wir? Das Zeug, was aus dem Baum kommt, ne? Resin Ja, haben genau. wir. Genau. Okay. Ah, Stein vorwärts gefallen, ey. Das glaube ich dir. So, wieder auch die Scheiß dabei? Natürlich nicht. So, hier kann man Uah, wieder ins Wasser hier. gehüpft. Ah, jedes Mal. Du produzierst und du. Ich habe jetzt erstmal schnell 1,5 K von Organic Paste angesetzt. Jo. Aus dem einfachen Grund, wir brauchen es eh immer. Jetzt regnet's wieder. Also mit Regen sind wir echt gut bedient auf der Ja, Insel. auf jeden, ey. Déjà-vu-Erlebnisse. Glaube ich dir. Wenn du jeden Schritt doppelt machst, ey. Stell dir mal vor, du fliegst ins Wasser, hast dir die Knochen gebrochen und in dem fliegst du wieder von oben runter. Diesmal mache ich alles bis ab. Ja. So, können wir den Scheiß jetzt endlich mal platzieren. Achso, Foodlader brauchen wir zwei. Wenn sie es Ach, nicht weil das Schiff geändert zu haben. groß ist, oder was? Ja, also früher war es zumindest so. Ja. Die Smithy wollte ich mitnehmen. Dass wir den Scheiß erstmal bauen. Ach, du hast auch noch Eis. Okay. Habe ich Was nicht habe gesehen. ich? Du hattest auch schon eine Eisbox gebaut. Ja, na klar, ich habe einmal die komplette Ausrüstung eigentlich für Schiff, soweit wie ich wusste, gemacht. So, ich brauche noch einmal den. Bin ich doof? Habe ich nicht eben eine Forge gesehen hier? Ich habe alles reingebaut. Ich sehe sie gerade nicht. Oder? Nee, warte mal. Wie ist das Ding? Kann ich nicht bauen. Deswegen wahrscheinlich nicht. Auch echt nicht? Nee, warte mal. Was? Kann ich Eisenbahnen bauen? Nee, oder? Doch, warte mal. Doch, ich kann Eisenbahnen bauen, also müsste ich doch die Forge bauen Meine können. schon, ja. Flint, Keine Hart, Ahnung. Metall, Stein. Na, ich guck mal. Ich hätte eine gebaut, weil alles, was ich hätte bauen können, habe ich gebaut. Stehen die Schränke schon? Nee, noch nicht. Okay. Flint, Willst du gleich deine Hart. Klamotten wechseln? Ja, kann ich gleich machen. Okay, dann ist einmal deine komplette Klamotte drinne. Fibers, Steinholz. Oh, halt. Sehe ich das jetzt eigentlich auch irgendwo generell? Nee, ne? Wie viel Ah, Fortitude ich habe? weißt du, warum ich den nicht gefunden habe? Weil ich schon im Inventar war und jetzt habe ich zwei. Hypo, was? Tannery hatte ich noch nicht, das war's. Hypothermal Insulation haben wir jetzt insgesamt 561. Jo, jo. Echt, geht das weniger? Oh ja! Wenn du dich ausziehst, hast du 171 und mit den Klamotten hast du 500 Schlafen. Warte, was habe ich denn mit den normalen Klamotten? Vierhundertachtundvierzig haben wir normal mit Winterklamotten.
Also wir haben 113 Punkte gut gemacht. Schlecht. Ha? Nicht schlecht. Ja, ich denke mal, das dürfte ganz gut sein. Leben habe ich übrigens 135. Was muss ich denn doch mitnehmen? Bauen wir Cargo Racks an die Galeone dran? Können wir später mal machen, ja. Ich will gerade unschlüssig um die Ressourcenbox hin basteln. Ich bin gerade unschlüssig um die Ressourcenbox hin basteln. Na, hier oben rein, oder? Naja, weil die Smithy und den ganzen Scheiß habe ich jetzt hier unten hingebaut. Wir können doch auch zwei Stück bauen. Weiß ich nicht, ob das auf dem Schiff geht. Weil da ist, glaube ich, Hast nur. du? Habe ich die dabei? Natürlich nicht. Warte, 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 gehen die Smitty hier rein? Da. Soll ich dir das ganze andere Zeug auch geben oder bist du überladen? Nee, ich habe gar nichts jetzt gerade dabei. Achso, dann warte. Ist halt jetzt die Frage, ich bräuchte ja zum Testen eine zweite Ressourcenbox. Okay, ich habe schon verstanden. Ich eile. Ich weiß aber nicht, ob das so gut wäre. Die da unten rein, also baust du da noch zu, wo die Smitty ist? Würde ich so lassen hier. Dann bau sie. Oh, fuck, ins Wasser gesprungen. Nein, wir Lol, haben wenn ich ja. tauche, friert meine Alte. Wir haben hier das Dach oben drüber, weißt du? Wir haben zwei Decks oben drüber, also. Ja, aber wenn von vorne eine Kugel arschlochmäßig reinkommt oder von der Seite, wenn du eine Breitseite von der Galle kriegst. Das klappt nie. Warte, lass mich erstmal eine zweite Ressourcenkiste bauen. Ich würde ja hier so beim Segel, weißt du, da hast du keine Einflugschneise, das geht einfach nicht. Ah, könnte ich theoretisch. Das mache ich noch. Wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4, 7 Stück. Was 7 Ressourcenkisten kriegen wir hin? 7 Holzböden. Ich glaube, einer war noch in der Kiste. Bin gleich wieder da. Ja. Ich schmeiß dir das Ding einfach nur in die Smithy rein.
Lauf, 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 lauf. Am Zeh hängen geblieben. Hab dein Zeh ins Gesicht gekriegt. Bist du stehen geblieben oder konntest du einfach durchrennen? Ganz kurz stehen geblieben. Ah, fuck. Ach, brauche ich doch nicht. Ich brauche doch da Klamotte. Gesundheit. Gesundheit. Bei der Plate-Rüstung ist die Armor wichtig gewesen, ne? Ja, es ist der only allowed 1. Dann ist es mir relativ egal, wo das hinschmilzt. Ich meine, was bringt sie uns unten neben das Mitty? Falls man was bauen muss, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Na, da kannst du das Zeug auch runter machen. Wir brauchen da wahrscheinlich nicht so arg viel. Also ich hätte es da gemacht, wo wir leichter alles erreichen können, wenn wir gefarmt haben. Oder allgemein. Naja, auch drauf aufs Schiff. Wo kommt man drauf? Von hinten eigentlich, gell? Gut, wir können auch da wieder von der Seite machen, dass wir noch vorne links und rechts zwei Leitern dran machen. Ja, das sowieso, ja. Was ist denn, die habe ich wieder vergessen. Was? Die Roleplayers mitzunehmen. Ja, die ist lauter Frust weggepackt. Armor Rating. 45 haben die, okay, gut. Dann lass mal gucken, was die haben. Winde 3B. Melee-Damage-Multiplikator. 2%. Aber ich mach's mal kurzes Päuschen.